Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropartner quält sich. Ihr seht es an der Mütze. Es ist wieder Zeit, einen nicht ganz so guten Titel mal anzuspielen. Ja, darauf hier bin ich in der RetroCon in Bonn gestoßen und habe ich mir mitgenommen, weil ich mir schon fast gedacht habe, dass das Spiel Trash ist. Und zwar Robocop vs. Terminator. Ja, es ist immer so, wenn ich so ein Pika-Video drehe, dann nehme ich immer so ein paar kleine Spielszenen auf. Meistens spiele ich so die ersten ein, zwei Minuten an. Und da habe ich schon gemerkt, es geht los, sehe ich gerade. Ohne ein Menü, ich habe gerade nicht aufgepasst und nicht gedrückt. Weil was ist mir beim Anspielen schon aufgefallen, dass das Spiel wahrscheinlich nicht so gut ist, sage ich mal. Also wollen wir mal schauen. Also genug geredet. So, wir sind der Robocop. Wir können uns sehr langsam ducken. Wir können springen. Okay, nicht sehr hoch, aber naja gut, so ein Robocop, so ein Anzug, der wiegt natürlich auch ordentlich, würde ich sagen. Ja, und schießen können wir. Wobei die Kugeln bomben. Aber immerhin, seht ihr das? Die Patronen fallen sogar raus. Also so ein bisschen Detailgrad hat die Grafik schon. Oh. Ja, ihr seht schon, es sieht sehr sperrig aus. Okay, ich kann schräg nach oben, schräg nach... Ja, also ganz gerade nach oben kann ich nicht. Okay, das wird wahrscheinlich spaßig. Weil ihr könnt euch vorstellen, ihr müsst natürlich oben und rechts dann gleichzeitig drücken, um halt in die Richtung zu schießen. Und dadurch läuft man halt automatisch und dadurch ist das halt ein bisschen blöd. Ja, gibt es ja auch mal normale Gegner. Okay, und diese Wubble-Haufen hier sind natürlich ein bisschen schwer zu erkennen. Die könnten natürlich theoretisch auch einfach normaler Background sein, aber okay... Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Huch. Hier eine komische Höhe. Okay, das was zum Einsammeln. Okay, wir können es langhangeln. Kann ich da auch hoch? Anscheinend nicht. Boah. Seht ihr das, wie langsam diese Kugel fliegt? Hä? Den Gegner hier kriege ich ja gar nicht. Okay, da oben ist das der Terminator oder was ist das? Ach so. Ah, was war das? Okay, das war sicherlich nicht der Terminator. Okay, Wasser, da komme ich wahrscheinlich nicht lang. Da muss ich hier bestimmt hoch. Ich bin etwas verwirrt. Also, es spielt sich auf jeden Fall nicht sehr fluffig. Sagen wir es mal so. Ja, okay. Ah. Da war ich gestorben anscheinend und muss wieder von vorne anfangen, okay. Boah, dass man so schräg hier. Könnte wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Boah, die überschneiden sich ja. Wie fies ist das denn? Toll. Ich bin schon wieder fast tot. Jetzt haben wir einen Kopfschuss bekommen, aber nicht sehr viel Schaden reinbekommen. Also ich weiß nicht. Ich sehe es wahrscheinlich selber. Und es ist irgendwie so... Da bloß da kommen jetzt unendlich viele Gegner. Was soll das denn jetzt? Guck dir das mal an. Das ist ja geil, weil wenn ich so einen bestimmten Bildschirmabschnitt nicht gehe, muss ich mal gucken. Also hier die richtige Strategie mit den Fenstern habe ich echt noch nicht. So. Ja toll, wie hätte ich denn da jetzt rüberkommen sollen? Hä? Wie? Nee. Mann. Ist wieder von vorne. Ich habe mittlerweile die Gegner auswendig gelernt, würde ich sagen. Aber diese Schräge nach oben schießen, das fühlt sich einfach komisch an. Kann man nicht anders sagen. Immerhin scheinbar unbegrenzte Munition zu haben. Okay.
Ich dachte, da kann ich mich oben ranhangeln, dass ich da irgendwie rüberkomme. Ach, das sind hier ganz unten links, das sind so Leben, Robo-Köpfe. Also ich weiß nicht. Entweder spiele ich das Spiel komplett falsch. Die Gegnerplatzierung ist halt komisch. Gut, hätte ich jetzt natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen können, klar. Aber guckt euch doch mal, wie sperrig das alles ist. Das macht einfach keinen Spaß. Ah, jetzt habe ich da gerade was eingesammelt. Wow! Jetzt haben wir eine andere Waffe eingesammelt. Guckt euch das mal an. Das geht natürlich jetzt richtig ab. Auch da, man hat mir das Gefühl, okay, ich spiele es natürlich jetzt auf dem Emulator. Klar. Zum Aufnehmen muss ich immer auf dem Emulator spielen. Das ist dann mit dem Aufnehmen besser. Ich weiß nicht, ob das in echt auch ist, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Gameboy da doch arg Framerate-Probleme hat. Also, gefühlt läuft halt alles so langsam ab. Oh toll, jetzt habe ich die tolle Waffe verloren. Die war cool. Ah. Sag mal, wie langsam geht der Treppen runter? So. Hier einmal rüber. Man kann sich auch hier nicht geschmeidig umdrehen irgendwie. Ich weiß nicht. Also diese respawnen Gegner, die sind echt geil. Also, nicht. Ja, klar. Und ich komme hier jetzt immer wieder. Guck doch mal hier, wenn wir mehr als zwei Gegner auf dem Bildschirm sind, dann bricht die Framerate so derbst ein. Ja, sind wir nicht mehr feierlich. Ja, mein Gott, hier. Ich will doch hier einfach nur hoch. Mann! Ey, super sperrig, ich weiß nicht. Wenn die Steuerung etwas besser wäre und so Framerate-mäßig das alles etwas geschmeidiger laufen würde, dann würde es auch mehr Spaß machen. Ich frage mich nur hier, großer Terminator. Titel groß angekündigt oder ist das quasi der Endboss? Weil die müssten sich ja theoretisch ja bekämpfen. Ich schaffe es doch niemals, auf dieses Floß hier drauf zu springen. Das schaffe ich doch niemals. Boop. Passend. So. Ich weiß nicht. Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit öfter. Es gab natürlich schon schlechtere Spiele hier in dieser Serie. Aber irgendwie wurden hier ganz viele komische Entscheidungen getroffen. Wie gesagt, diese Gegnerplatzierung mit den schräg hochschießen und so weiter. Es ist alles irgendwie seltsam und dass sich halt alles wirklich so wie in Wackelpudding quasi. Also, ne? Also so ein Gelee, so zähflüssig irgendwie. Wenn es alles etwas responsiver wäre. Mein Gott, Panda und Fremdwörter ist es ja nicht. Ja, oh, diese spawnenden Gegner. Also man wird auf jeden Fall dazu gezwungen, immer weiter voranzugehen. So, also mit diesem 3-Strahlschuss ist man auf jeden Fall schon mal etwas besser bedient. Ich passe mal auf, dass ich jetzt diesmal nicht getroffen werde. So. Das spawnt immer wieder, ey. Es ist so zum Kotzen. Man muss quasi in diese Kugeln reinlaufen. Es ist einfach zum Kotzen. Okay, jetzt bin ich wieder hier an der Stelle. Das Problem ist, ich komme hier nicht hochgesprungen. Kann ich hier vielleicht hier hochklettern irgendwie? Nein. Das heißt, ich muss es auf dieses blöde Floß hier... Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ey, langsamstes Floß in einem Videospiel ever, würde ich sagen. Aber immerhin ist die Munition unendlich. Immerhin. Hä? Ach so, was muss ich denn hiermit dann da hoch, dass ich denn auf die Leiter kann?
dass ich hier rauf kann. Wer hat sich denn das bei dem Level-Design gedacht, dass das sinnvoll ist oder Spaß macht? Oh, Hacketal, ey. Ah, okay, jetzt bin ich hier immer ein Leben aufgefüllt. Also spielt sich so, wie es aussieht. C und nicht durchdacht. Grafik, würde ich sagen, ist okay. Oh, ich habe es erst Level geschafft. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also die Grafik an sich, die ist gar nicht so schlecht. Die geht einigermaßen in Ordnung. Aber irgendwie... Gut, spitzenmäßig ist sie jetzt auch nicht. Was haben wir hier, kleine Roboter? Okay. Ja, damit man hier noch langsamer vorangeht. Meine Fresse. Jetzt habe ich hier gar keine Gegner, außer die Roboter. Warum ist das Level jetzt so viel einfacher? Verstehe ich nicht. Toll, toll. Guckt euch doch mal an, wie das gerade ruckelt. Muss ich hier wahrscheinlich denn da... Soll ich da hochkommen? Die Waffen wechseln, alles klar. Wo sind das hier? Plattform. Aha, okay, es sind keine Gegner, sondern Plattform. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Komm. Wäre auch zu einfach sonst. Wäre auch zu fucking einfach. Ja, so. Boah, können die Plattformen nicht etwas schneller sein? Etwas nur. Diese Sprunganimation, die geht mir voll auf den Kick. Guckt euch das mal an, ey. Wie langsam läuft das? Ich laufe jetzt einfach mal durch, weil ich absolut keinen Bock mehr habe. Und jetzt eh nur noch ein Leben habe. Okay, guckt euch das an, ey. Nee. Nee! Da hätte man doch aus der Thematik so viel geile Sachen rausbauen können. Aber nein, was machen sie? So eine absolute Grütze. Jetzt kann ich hier irgendwie so quasi einfach durchmarschieren. Hä? So kriege ich jetzt keinen Schaden. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ah, fuck. Ja, mein Gott, hier. Level-Design aus der Hölle. Da war ich doch jetzt auf der Plattform gelandet. Was soll das denn jetzt? Na komm. Ganz ruhig, Panda. Ganz ruhig. Ich bin auf der blöden Plattform gelandet. So, und ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Also spielt sich sehr zäh. Es gibt schlechtere Spiele. Aber Framerate teilweise echt schrecklich. Ihr habt es gesehen. Zumindest im Emulator, wie gesagt, im Zweifel natürlich ist es auf dem richtigen Gameboy besser. Kann ich mir aber nicht hundertprozentig vorstellen. Aber nee, also Thematik klingt geil, aber Spiel ist nicht so geil umgesetzt. Vor allem das Level-Design aus der Hölle meiner Ansicht nach. Aber naja. Trotzdem danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!